Lautsprecher Teufel präsentiert Flux FM Lauschrausch. Die Radioshow aus eurer WG. Heute aus Friedrichshain mit Monsieur Bonaparte. Musik von Task. Und hier ist nicht Rolf Eden, sondern David Krause. Herzlich willkommen bei Flux FM Lauschrausch. Die Sendung, die sendet aus verschiedenen WGs in Berlin. Und heute sind wir im verdammt tollen Friedrichshain. Deshalb sage ich Hallo hier in Friedrichshain. Schön, dass ihr da seid. Hallo natürlich an die PC-Bildschirme der Nation da draußen, denn uns gibt's auch zum Sehen auf fluxfm.de. Und natürlich auch Hallo im Radio bei Flux FM. Hier ist einiges los. Heute haben wir ein knackevolles Programm. Ich kann ja mal vorlesen. Heute sind Task sind da. Tobias von Bonaparte ist da. Es wird also ganz, ganz großartig. Und die Frage ist natürlich, weil wir sind ja jetzt gerade im Radio. Ihr hört uns im Radio, seht uns aber so. Deshalb müssen wir beschreiben, wo wir hier genau sind. Es ist ein Traum aus Stuck und Dielen und es ist wirklich fantastisch. Eine riesige Dreier-WG. Wie genau das aussieht, wo wir uns genau befinden, das besprechen wir gleich. Jetzt geht es natürlich erstmal um unseren Gast. Jan, wen haben wir da vorbereitet? Jan, du bist ja Redakteur vom Dienst. Ja, hallo David. Hallo Jan, erstmal. Schön, dass du da bist. Schön, dass du es in die Sendung geschafft hast. Ja, du hast gesagt, ich soll den Namen unseres heutigen Talkgastes nicht nennen, um Richtig. Die Spannung noch weiter hoch zu kochen. Jetzt habe ich das schon gemacht, blöderweise. Ja, das ist ja. Das Problem dabei. Ja. Wir haben heute den Kaiser, den Zirkusdirektor und den Weltenbummler da. Und eine Band haben wir auch noch. Ja, genau. Tobias Jund von Bonaparte, einen großen Applaus. Hier sind Task. Shades of gray, take us away, and we close our bloodshot eyes, heading for new shores, we cut the ties, fading in, fading out, I rest my head again. We're heading further and getting closer to the coast. Got a sore throat from all the talking. We'll never pause to take a break. It all comes out, it's all at stake. And we'll escape. And we close our bloodshot eyes, heading for new shores, we cut the ties. Fading in, fading out, I rest my head against my arm. Against my arm. Breathing in, breathing out. Of hope to keep us warm. To keep us warm.
loss of space and time. Grazie. Live bei Flux FM Lauschrausch. Pass. Große Weltpremiere könnte man schon fast sagen. Das war Drive aus ihrem kommenden Album Hailuoto. Ja, warum ich das nicht aussprechen kann, das erfahren wir nachher, denn wir unterhalten uns natürlich noch mit der Band. Schön, dass ihr da seid. Vielen, vielen Dank. Das ist ganz großartig. Und jetzt wollen wir natürlich mal einen Blick werfen auf diese Straße, in die wir uns hier getraut haben, weil Friedrichshain ist nicht immer ein ganz leichtes Pflaster. Für Leute, die in der Simon-Dach-Straße wohnen beispielsweise, die wissen das. Ja? Anderswo, wie hier zum Beispiel, ist es ein bisschen gediegener, könnte man sagen. Wo wir uns ganz genau befinden, Jan Porschen hat es zusammengefasst. Wir kommen heute direkt vom Abenteuer- und Bauspielplatz Forki und haben es uns in der Proskauer Straße 20 im stets coolen Friedrichshain gemütlich gemacht. Das Zimmer verfügt über eine Stuckdecke und der schöne Dielenboden ist geölt. Und im Sommer brauchst du nur mit deiner Decke fix die Treppe hinunter und liegst schon auf der Wiese. Forkenbeckplatz und anschließender Park. Na gut, das war nur das Zitat einer WG-Gesucht-Offerte, die dieses Jahr für eine ebenfalls im Haus gelegene Wohnung geschaltet wurde. Aber die Beschreibung trifft selbstverständlich auch auf das Schlafzimmer zu, aus dem wir heute senden. Noch ein letztes Mal großer Applaus vor der Weihnachtspause und herzlich willkommen auf unserem interaktiven Spielplatz. Jan Porschen hat für uns zusammengefasst, wo wir uns hier befinden, im wunderschönen Friedrichshain. Und die Wohnung ist der Knaller. Wenn ihr das gerade im Radio hört, das ist wirklich, ich sitze hier an einem Ahorn-Schreibtisch, könnte man schon was sagen. Riesig, wirklich wunderschön und 5 Meter hohe Decken. Das ist wirklich ein Palast, ja. Aber Jan Porschen und ich moderieren natürlich diese Sendung nicht ganz alleine. Wir haben Ondrej Homola bei uns mit an Bord. Der ist Tscheche, spricht noch nicht. Ich betone, noch nicht so gut Deutsch, lernt es aber bei uns. Nächstes Mal geben wir ihm vielleicht A2 oder so, man weiß es noch nicht. Aber heute macht er für uns ein bisschen die Interaktion mit der WG, den Kontakt zur Basis. Ondrej Homola, bitteschön. Hallo, hallo, und ich habe Maria hier. Hallo Maria, wie geht es dir? Hallo, mir geht's sehr gut. Und dir? Dankeschön, es geht mir auch sehr gut. Danke für die Einladung. Ihre WG ist ganz toll. Und meine erste Frage ist, wer macht hier sauber? Für das WG-Zusammenleben. Wir machen alle zusammen sauber. Es gibt nicht wirklich einen Plan. Wir gucken dann immer, oh ja, es ist besonders dreckig. Es ist mal wieder jemand dran. Wer ist denn dran? Und dann findet sich immer jemand. Ah, okay, so ganz demokratisch, würde ich sagen. Okay, und wenn etwas kaputt geht, wer macht die Männerarbeit hier? Eine gute Frage. Wir haben einen Mann in der WG. Dieser Mann hat jetzt aber nicht so die handwerklichen Fähigkeiten, ich drücke mich mal so aus. Von daher machen wir das auch alle zusammen. Oh, so vielleicht können wir später helfen mit etwas. Aber was sagst du dazu? Wir haben heute Tobi von Bonaparte her. So, sollen wir Tobi abholen? Jetzt. Ja, sehr gerne. Juhu. Okay, so jetzt holen wir Tobi ab. Hallo, Tobi, bist du da, mein Freund? Komm bitte. Tobi, mein Freund. Wie geht's? Alles gut? Ja. Gut. Ist ein bisschen wie bei mir zu Hause. Tobias Jund, meine Damen und Herren. Tobias, Grüezi sagt man, glaube ich, in der Schweiz. Ist das so? Ja, ich sehe auch schon den Schweizer Schnaps. Und du hast dich doch noch geschminkt. Das war nämlich gerade so die große Frage, schminkt er sich noch, soll er sich nicht schminken? Wir haben gesagt... Wie? Das war das Double. Der hat das nicht tätowiert. Ach, der hat das nicht der tätowiert. Der kommt immer so abchecken, ist alles ja. Okay. Ja. Und dann ruft, ich bin unten im Späti und dann ruft er an, sagt, ja, kannst hoch.
Bei mir ist es ja tätowiert. Ich muss sagen, ich bin großer Bonaparte-Fan, wie vielleicht auch einige hier. Und ich traue, also ich weiß nicht, was ich dich fragen soll, weil ich habe alles schon irgendwie mal gelesen. Ich will keine dummen Fragen stellen. Alles schon mal gesehen, alles schon mal gefragt. Wir können auch einfach einen Schnaps trinken, ein bisschen. Wir trinken gleich auf jeden Fall Schnaps, aber erstmal würde ich sagen, Jan Porschen ist ja unser Redakteur vom Dienst. Der hat bestimmt ein paar Themen für uns, oder Jan? Na, es geht heute um Geld, um genauer zu sein, um Strafe und Buße. Denn man kann auch ohne Geld Buße tun. Also ich hatte da so ein paar. Na, mit dir redet David ja hinterher noch über Geld, glaube ich, weil du ja gerade Immobilien-High-Opfer oder so ähnlich geworden bist. Ne? Nee, ich weiß es nicht. Oh, du weißt es noch nicht, aber ihr redet darüber. Wir reden darüber. Ich habe nicht teilgenommen. Jan, was ist das mit dem Buße? Aber wahrscheinlich bin ich gleich obdachlos. Ins Themenfeld? Es gab mehrere Zeitungsmeldungen in den vergangenen Tagen, die immer mit Strafzahlungen zu tun hatten. Ja. Und zwar gab es drei, die größer waren. Nämlich einmal hat ein Polizist, ein Erfahrener, einen Jugendlichen zusammengeprügelt. Dem sind die Zähne rausgesplittert und so weiter auf der Wache. Ja, und der hat ihm halt 6.000 Euro Schadensersatz zugesprochen. Also normalerweise ist es ja andersrum, oder? Ja, normalerweise ist es andersrum. In Berlin aber. Und gleichzeitig wurde auch groß in den Medien diskutiert Zoophilie, also Sex mit Tieren, was wieder verboten werden soll. Und was das mit, war gar nicht das verboten. Das ist eine Schweinerei. Das ist seit 1969 abgeschafft, weil derselbe Paragraph auch Sex unter zwei Männern verboten hat. Und man hat sich dann in den späten 60er Jahren entschieden, diesen Paragraphen abzuschaffen. Wow. Jetzt will man ihn anscheinend wieder einführen. Also den mit den Männern oder den mit den Tieren? Muss man aufpassen. Jetzt. Sie waren früher beide zusammen, also ist die Frage, was sie jetzt wieder einführen wollen. Oh. Und der Sex mit Tieren würde dann mit bis zu 25.000 Euro bestraft werden. Das heißt, dafür kann man auf der Wache ganz schön lange prügeln. Das stimmt. Tobias Jund, was ist eigentlich dein Lieblingstier? So? Männer. Generell. Ja, ich habe Männer gesagt, aber man hat es nicht gehört. Ach so, Entschuldigung. Ja, na, ich bin, weißt du, es gab ja früher diese, für die Leute, die Schulzeit als... Die in der Schule waren? Ja. Es gab ja diese Bücher, die man so nach Hause gekriegt hat, wo man so reinschreiben muss, mein Lieblings das. Und genau, genau. Hey, ich habe da irgendwas reingezeichnet und so. Und dann ist, oder, ah, ich habe es vergessen. Ich kann das nicht. Ich kann das wirklich nicht. Ich kann dir nicht sagen, Lieblingsmusik, Lieblingsfarbe, Lieblings, bin eh farbenblind. Das erleichtert die Antwort, Lieblingsessen. Ja. Nö. Okay, dann lass uns darüber gleich reden, auch über deine Frisur. Vielleicht hängt das ja zusammen mit der Farbenblindheit, man weiß es ja nicht so genau. Wir trinken, welche Frisur? Wir trinken derweil natürlich Schweizer Schnaps, empfohlen von unserem Musikchef Urli Häfliger. Genau, und der Urli. Etta Kirsch ist das. Das ist sehr, sehr guter Schnaps. Ja, macht man normalerweise entweder in einen Kuchen rein, wenn man die Omi um die Ecke bringen will, oder Fondue. Aber man kann es auch so trinken. Na dann, ist einfach kommt wie hier der Beweis. Das ist unser zweites Fondue jetzt. Dann findest du Task eigentlich auch gut? Ist es so gute Musik für dich, um dich so ein bisschen in Fahrt zu bringen, auch für den Abend? Ja, also Task ist ja eigentlich auch Bonaparte. Es ist so ein Franchise-Ableger von Bonaparte. Das heißt, wenn ich keine Lust habe, dann machen die anderen Jungs einfach weiter. Das klingt dann so. So, wie jetzt zum Beispiel. Live bei Flux FM Lauschrausch, hier sind Task. Together we were kings, and now we've reached the river Styx. Not surprised it isn't water, but surprised it's blocks and bricks. Blinded and misled, just stumbling on ahead, and waiting for your sign. Turn and change your mind, yeah. This sleepless, awkward dream that recently we shared has made us go astray. But you don't even seem to care. Blinded and misled,
just stumbling on ahead. I'm waiting for your sign to turn and change your mind. Why do I hesitate? I'm desperate any rate. If I decide to stay, that means we're parting ways. We swore enough for times of disorder, but now I'm losing faith down by the riverbank. 'Cause if I cross, I will get crushed. Do you know, and does it matter much? I'm blinded and misled, just stumbling on ahead. I'm waiting for your sign to turn and change your mind. Why do I hesitate? I'm desperate any rain. When I decide to stay, that means we're parting ways. Yeah. 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 FM. Task bei Flux FM Lauschrausch und ich sitze hier immer noch mit dem wahnsinnig fantastischen Tobias Jund. Tobias, schön, dass du da bist. Du guckst gerade so ein bisschen. Das ist übrigens die aktuelle Platte von Bonaparte. Sorry, we are open. Wie findest du eigentlich die Realität, die gerade so um dich rum geschieht? Ich meine nicht heute Abend, sondern ich meine so ganz generell, wenn du im Alltag unterwegs bist. Du bist kein Alltagstyp, Mensch, oder? Könnte man sagen. Wie, warum? Du bist für dich, also für mich der personifizierte Wahnsinn, könnte man sagen. Du lebst für den Live-Moment, hast du mal gesagt. Das habe ich wahrscheinlich ein paar Mal gesagt. Ja. Ja. Ja, ist das der Pressetext oder was? Nee, das ist lustig. Es gibt Sachen, die hat irgendwer einen Pressetext geschrieben, die stehen dann immer. Ja. Die hast du aber nie gesagt. Ja. Und das ist aber total seltsam, weil sie immer irgendwo stehen. Und dann gibt es die Dinge, die du aber immer sagst, weil sie zu dem Kern gehören von dem, was du tust. Und der Live-Moment ist definitiv ein Kern. Also man macht unglaublich vieles. Unter anderem auch heute hier sein. Ist das für dich was Besonderes oder ist das so ein Promo-Ding, was man mal so eben mitnimmt? Nö, ich finde es total okay. Also mit dem Schnaps hast du mich echt rumgekriegt. Ja. Und Menschen kennenlernen ist ja auch was Schönes. Ich könnte jetzt auch in eine Bar gehen, dann würde ich auch Menschen kennenlernen. Das ist eigentlich gemütlicher hier. Ja. Man macht echt ganz vieles nur für diese 90 Minuten Wahnsinn. Weil um überhaupt diese Situation zu schaffen, dass man diesen Wahnsinn ausleben darf oder kann. Ja. Und dass auch noch 1000 Fremde oder 100 Fremde mit einem mitmachen, der Tag ist lang, bis es dann soweit ist immer. Aber der Wahnsinn ist ja nicht immer präsent. Ich meine, du bist ja auch Vater, du bist manchmal in der Hochschule entspannt. Der Künste in Zürich und so. Da bin ich auch bist eher Dozent entspannt. Für Songwriting. Ja. Ist das dann, trifft sich das irgendwie? Also ist das irgendwie, clasht das aufeinander? Oder kannst du da den Wahnsinn auch in einem geringeren Maße ausleben? Naja, man probiert das ja so ein bisschen zu gruppieren, ne? Wo man welche Seiten von einer Person rein. Ne? Ja, aber. Bevor du aussprichst, haben wir natürlich, weil wir dich ja auch lieben, genauso wie all unsere Gäste und alle Menschen, die hier sind. Andre Homola hat dir einen kleinen Liebesbrief geschrieben. Wer? Bitteschön. Andre Homola, das ist der Mensch in der Uniform. Den ich zärtlichst Bombay. Ja. Du hast den Liebesbrief geschrieben? Ja. Auf Deutsch? Ja, für dich ja auf Deutsch. Oh, mein Schatz. Mein lieber Tobias Jund, du bist mein Kaiser, Clown
und Guschebubi obendrauf. Lass mich dein Untertane sein in der Manege des wilden Wahnsinns. Ich weiß, du bist bereits Vater, aber das ist mir egal. Für mich bedeutet das nur, dass du weißt, wie man es macht. Also diktiere mir dein schwarzes Universum, du wunderschöne Feltenbula. Mit dir würde ich gern zum Titicacasee reisen, um die Welt an uns vorbeiziehen zu sehen. Was ist? Wollen wir los? Ich habe schon zwei Knöpfe an meiner Bluse gehabt. Die Welt hat uns ihre Tür, die Liebe geöffnet. Wir müssen sie nur noch gemeinsam durchschreiten. Um es mit den Worten von Monsieur Gainsbourg zu sagen, je t'aime. Das ist aber nur die halbe Wahrheit. On se. Tobias Jung steht auf und umarmt ihn. Und es gibt einen Kuss. Das gerade war der erste Live-Kuss bei Flux FM Lauschrausch. Wenn ich das gewusst hätte, dann hätte ich das in der Sprache Gainsbourg gemacht, auf Französisch. Aber ich dachte... wow. Nee, so weit muss es heute ja nicht kommen. So weit muss es wie weit sind wir in deiner? Wir sind ganz gut. Wer ist Money Matter? Kannst du uns erklären, wer Money Matter ist und was er für dich bedeutet? Wow, woher kommen denn diese Fragen? Ne? Hat wieder der Uli Häfliger hat wieder ein bisschen... Ich recherchiere auch manchmal Die haben einen Schweizer, die haben einen Schweizer im Lager. Im Lager, genau. Das ist natürlich total unfair. Ja, wer ist Money Matter? Da wird man dann aus den eigenen Reihen beschossen. Money Matter, also wie genau möchtest du es haben? Weil ich habe sehr viel zu sagen zu dem Thema. Ein bisschen, was er dir bedeutet. Er bedeutet wahrscheinlich der Schweiz mehr, als er mir bedeutet, weil meine Geschichte ist ein bisschen vertrackst. Es gab in der Schweiz zwei... Heute würde man sagen Boybands. In den 60er Jahren waren das einfach Gruppierungen, die Chansons gesungen haben, aber nicht auf Französisch, sondern auf Schweizerdeutsch. Und daraus wurde dann auch Pop- oder Rockmusik in Schweizer Mundart. Der einzige, den man kennt aus dieser Zeit, ist Money Matter, weil er ist früh gestorben in den 70er Jahren und hat unglaubliche Songs geschrieben. Wie zum Beispiel Ihan die Zündhölzli anzünd. Wie das zum Beispiel. Ja, und er ist aber der einzige, der auf CD veröffentlicht wurde. Mein Vater und ganz viele andere, die waren immer nur auf 7-Inch veröffentlicht. Und ich kenne diese Musik in- und auswendig und halt auch alle Vertreter von damals. Und ich arbeite lustigerweise, das weißt du aber sicher nicht, an einem Projekt, und zwar seit 8 Jahren etwa, aber Bonaparte lässt mir nicht so viel Zeit, mit dieser Musik. Und ich habe gerade gestern dran gearbeitet. Es wird irgendwann bald fertig. Wir sind gespannt, aber so Grund zur Freude hast du momentan nicht, weil das hast du mir selber verraten. Ach ja. Weil Tonstudio, dein eigenes, das wird gerade versteigert, beziehungsweise das wurde gestern versteigert. Es wurde versteigert. Ich weiß leider nicht an wen. Es ist auf dem Liegenschaftsfonds. Die hast du es gekauft? Okay, wir haben den Käufer. Ja, das ist ja gut. Dann habe ich vorhin was Gutes gesagt über die Band? Nee, hast du nicht. Passt. Scheiße. Nee, beim Liegenschaftsfonds, ich bin irgendwann auf die Webseite gegangen und es war echt so das letzte Filetstück noch. Und die Frage ist halt die, ich meine, es ist das dritte Mal jetzt in Berlin, dass ich mein Studio umziehen musste. Ja. Das erste Studio, wo ich Too Much aufgenommen habe, war an der Reichenberger Straße, Ecke Glogauer. Das waren dann so New York-Style Lofts, gab es da rein. Und das ist jetzt das dritte Mal. Und die Hauptfrage daran ist halt, verkauft man Liegenschaften an Höchstbietenden oder gibt es ein Nutzungskonzept? Sprich, man verkauft es zwar für ein paar Millionen, aber man es ist gebunden auch an eine Auflage. Was passiert denn da? Bringt das der Stadt was oder bringt das nur dem Käufer was? Und das ist so die letzte Hoffnung, die ich mit der alten Münze habe, dass halt da... Krass, wie das jetzt so politisch wird hier. Ja, also ich weiß nicht, entschuldige. Also, nee, das du hast es mir erzählt. Ja. Wenn es dir zu politisch ist, wir können einen saufen und dann noch ein bisschen Musik hören. Ich finde gerade das auch sehr spannend. Was passiert mit Berlin? Ich meine, du kennst was vielleicht, du kennst auch das Jam, ne? Und das Jam hat ja seinen Platz auch verloren in Berlin. Das ist quasi so ein Reggae-Club, könnte man sagen. Das hat am Ostbahnhof ist das und muss jetzt aber umziehen, weil da gebaut wird für ein paar Millionen. Und es zieht jetzt quasi auf die andere Spreeseite, vertreibt damit aber einen anderen Club. Genau. Und zwar die ehemalige
Heilige Maria. So ist es in Berlin. Wir sprechen gleich weiter, Tobias, weil ich finde es wahnsinnig Werbung spannend. Jetzt? Ja, nein, keine Werbung, doch nicht auf Fluxef. Jetzt kommt Werbung für die Bundeswehr. Nein, natürlich nicht, das machen wir nicht. Live bei Fluxef M, jetzt nicht die Bundeswehr, sondern Task. Mit einem Lied über die Bundeswehr. And candy bars, parallax scrolling on slippery roads, embarrassing sounds, emergency phones, tiring calls. We come, we go, we'll make a fortune. Come, we go, we'll make a fortune. Twisted arms and moaning spines, memory game, slam down a shot and fuel up on caffeine, crowded bathrooms and grinding teeth, blistering heat in empty clubs. We come, we go, we'll make a fortune. We come, we go, we'll make a fortune. Trying to tell the future from the cracked up concrete walls, palm reading believers. Trying to tell the future from the jaded crystal ball, two-tongued fortune tellers pretending that they know it all. We go, we'll make a fortune. We come, we go, we'll make a fortune. Run, we fall, we'll make a fortune. We stand, we crawl, we'll make a fortune.
live bei Flux FM, Lauschrausch. Und wir nutzen die Gelegenheit, um uns mal mit der Band zu unterhalten. Mit Holger spreche ich, richtig? Sag mal, hast du mir keinen Schnaps mitgebracht? Oh, das hätte ich jetzt verdammt, ja, also ist jetzt, willst du einen Schnaps? Tobias Jund bringt den Schnaps hinterher. Oh, Tobias, das ist Schweizer Nächstenliebe. Einfach den Etter hinterher. Ich wusste gar nicht, dass der Tobias aus der Schweiz kommt. Schweizer. Ja, interessant, ne? Das kann man in jedem Pressetext lesen. Das Pendant, ich komme ja aus Friese quasi. Ich auch. Das woher Pendant. Bist du denn? Ach, tatsächlich. Woher bist du denn? Also ich komme aus einem kleinen Dörflein, das heißt Burlage. Okay. Burlage? Ja. Das ist aber nicht in dem Dreieck so Aurich-Emden. Doch, ich habe in Aurich tatsächlich gewohnt. Geiler Scheiß, ich komme aus Norden. Ja. Hopp, ist Schweizerdeutsch, wir machen mal. Aber so ist es. Holger, magst du aufstehen, ja, dann sieht man dich besser für die Kamera? Ja, ja. Weil man muss ja auch sagen... Holger! Flux FM Lauschrausch ist ja auch zu sehen. Mama, hopp! Das ja, hier, ach, hopp. Ja, die wollen auch. Ja, darf ich auch einen? Mhm. Wir haben schon drei. Tobias hält mich jetzt zurück, das kann nicht sein. Das wird nicht gut, Tobias. Holger, wir müssen jetzt Promo machen, sonst kriege ich Ärger vom Manager. Ja, komm. Das ist das aktuelle Album. Also das, was kommt. Richtig. Hoffentlich. Hailuoto. Warum heißt das eigentlich so? Das ist doch eine finnische Insel, oder nicht? Das ist eine finnische Insel, tatsächlich. Ja. Ja. Wir haben da unsere CD aufgenommen. Also ja. Der Witz an der ganzen Sache ist, dass unser Produzent quasi ist ein Deutscher. Ja. Und der ist wegen der Liebe halt nach Finnland gezogen. Ja, warum auch sonst? Hat erst in Helsinki gelebt, da haben wir halt unsere erste Platte aufgenommen. Ja. Und zum zweiten meinte er, ja Jungs, pass mal auf, ich wohne nicht mehr in Helsinki. Ich wohne auf einer ganz kleinen, einsamen Insel, ungefähr Lappland. Und wenn, dann müssen wir da halt aufnehmen. Okay, und das habt ihr gemacht? Ist das haben wir gemacht. Gutes Ding geworden, wie wir ja uns heute überzeugen können. Das gerade war natürlich aus dem Vorgängeralbum. Ja. Oh Fortune heißt der Song. Genau. Der läuft ja bei uns auch auf der Rotation, so sagt man im Radio. Das kann sein, ja. Hörst du auch schön. Selber mal Flux FM? Ich höre das ab und zu. Ich will meinen Song hören, verdammt. Aber wenn, dann Bremen, weil ich bin halt aus Friese. Ne? Ja, man hört uns gerade in Bremen und Stuttgart übrigens auch. Ach, liebe Grüße wir an die... Wir sind national. An alle einfach. Natürlich. Klar. Aber was ich bei euch ganz interessant finde, ich meine, im Berliner Raum spielt ihr... Weniger könnte man sagen. Ich meine, ihr habt ja auch schon eine Welttournee hinter euch gebracht. Ja. Südamerika, China, Russland. China, Russland, Usbekistan. Nee, wirklich jetzt? Nein, also nee, das also stimmt schon. Südamerika ja. Schon, Russland aber, auch. Was hat euch dahin verschlagen? Tobias, jetzt mal ein bisschen still bitte, ne? Ach komm, der ist doch nur gastfreundlich. Ne, der säuft sich da hinten einen an auf meine Kosten. Weißt du, wie viel der Schnaps gekostet hat, Tobias? Das waren 45 Euro, die du da runtersäufst. Bergkirchen unserer Region. Ey, ne? Tobias, jetzt mal ohne Scheiß, ne? Du lässt mir einen über, okay? Das wäre super geil. Mir bitte auch. Weil der ist echt lecker. Ja, das ist der letzte, also letzte Freundschaft. Alle anderen lerne ich dann morgen kennen. Hab mich gefreut. Können wir jetzt weitermachen, oder? Verdammt nochmal. Tobias Jund, wir laden dich. Also hast du keine Fernsehsendung, zu der du musst, so wie Rolf Eden letztes Mal? Nee, aber möchtest du einen Keks? Ja, gern. Aber dann kannst du, ey, das ist doch scheiße, wenn du jetzt einen Keks im Mund hast, das fliegt die ganze Zeit alles raus. Ah, drauf geschissen, ey. Mega trocken. Drauf geschissen. Nee, lass er auf, bitte komm. Und guck mich bitte nicht an, wenn du mir. Ich guck dir nicht an, ich guck in die Kamera. Okay. Wie war denn jetzt, weißt du, Flux FM Musiksender und ich so voll der Musikjournalist? Wie war die Arbeit an der neuen Platte? Hat euch das emotional irgendwie berührt, auf so einer einsamen Insel zu sein? Ich meine, da ist ja auch ziemlich einsam. Okay, soll ich ernst antworten? Ja, das war tatsächlich eine ernste Frage. Ich meine, okay. Da ist doch gar nichts. Nein, oder? Da ist tatsächlich nichts. Und das ist aber auch das Positive. Also man kann natürlich, nein, ich möchte wirklich tatsächlich gerade nichts, sonst würde ich abbeißen, weil es ja auch witzig wäre. Ja, das wäre total witzig. Genau, nein, also wir haben da tatsächlich aufgenommen, um uns wirklich auf diese Platte zu konzentrieren. Das klingt ein bisschen pathetisch, ist aber wirklich toll, weil ich glaube, wenn man das in Hamburg macht oder in einer anderen Stadt, dann ist man einfach sehr abgelenkt, geht abends in die Kneipen. Ey, in Emden nicht. In wenn Emden, du das in Emden gemacht hättest? Ja, aber da ist ja die Möglichkeit, dass du... Auf dieser Insel gab es nur einmal in der Woche war eine Kneipe auf. Echt? Und die haben immer tatsächlich Karaoke-Wettbewerb gemacht. Da und ihr so, oh, da sind wir natürlich hin. Da sind wir natürlich hin. Ich bin so eine kleine Partymaus. Das war unser Gitarrist Timo halt auch. Der mich natürlich sofort angemeldet hat, ohne dass ich das wusste. Dann habe ich halt Beatles Help zum Besten gegeben. Mhm. Und ich habe einen ersten Platz gemacht. Oh, großen Applaus. Der Gewinn war halt ein Bier, weil das Bier ist halt sehr teuer dort. Hailuoto, so heißt das aktuelle Album. Was dann? Richtig. Wann kommt? Im Januar, am 18. Am 18. Januar. 18. Januar. Und das wird, gibt es das dann auch auf Vinyl? Oder ist das wird es auch auf Vinyl geben, genau. Wunderbar, hätte ich gerne dann. Das kommst du dann. Ja. Alles klar, ich lasse den halben Keks da, denn ich muss wieder zurück. Das ist ja sehr der Zeitplan drückt. Also. Vielen Dank. Ja, danke, das sind Task Live bei Flux FM Lauschhaus. Dankeschön. Ich gehe mal wieder zurück zu Tobias. Denn, Moment, jetzt muss ich erstmal Frauke suchen. Oh, ich komme ganz durcheinander mit den ganzen Namen. Hey, Tobias, du bist auch noch da. Denn wir machen jetzt... Hast du noch einen Schatz für mich? Oh Gott. Ja. Frauke, wo bist du denn?
Frauke, ach, du sitzt da ganz hinten. Frauke, pass auf. Trink mal aus der Flasche, trink mal. So. Ich hab eine Frage, weil Flux FM Lauschrausch kommt ja in die WG, überfällt euch ganz viele Menschen und Kamerateams. Was ist bei euch in der WG, was muss getan werden? Was können wir quasi tun, damit wir auch erwünscht sind weiterhin? Also schon gäbe es hier natürlich viel in unserer WG, aber was mir besonders am Herzen liegt, wäre meine Nachttischlampe anzubringen. Halb so schlimm, wir kriegen das schon hin. Der Papa wird schon richten, der Papa macht schon gut. Der Papa, der macht alles, was uns keiner gerne tut. Okay. Denn wir werden das machen, das ist der Flux FM WG Service. Toll, oder? Einen großen Applaus für diese grandiose Idee. Tobias Jund und meine Wenigkeit, wir werden jetzt nämlich dir diese Lampe anbringen. Zeig doch mal für die Kamera. Das ist ja fantastisch, dass ihr die anbringt. Flux FM heißt ja der Radiosender, aber man kann uns auch sehen auf fluxfm.de. Ja. Da sieht man dann diese Lampe. Ist so eine 70er Jahre, würde ich sagen. 60er, 70er, Plattenbau, Ostdeutschland. 60er Jahre Ikea-Lampe, ja. Ja. Okay, Tobias hat schon dran geleckt, alles klar. Wir werden das jetzt... Made in China, ne? Bist du denn eigentlich so handwerklich begabt? Tja, also ja. wenn ich aus der Lampe machen halt darf, was ich nein, was wir mir sofort schwebt, dann kann ich die schon so ein bisschen umfrisieren. Also wir haben jetzt schon eine Schere, können wir da... Nein, du brauchst keine... Nein, keine Schere. Wir werden das Ding jetzt nämlich anbohren. Ja, wir können auch mit dem Bohrer, können wir da Löcher vorne reinmachen. Genau, es ist auch schon alles markiert hier auf der Wand. Ja. Also so schwer dürfte es nicht mehr sein, obwohl man ja sagen muss, dass wir so ein paar Schnaps-Intos schon haben. Das ist die Bohrmaschine. Also ich würde aus der Lampe einen Hut machen, ehrlich gesagt. Willst du bohren? Also... Tobias, möchtest du bohren? Nee. Ich soll bohren? Ja. Aber du musst sie dann anbringen. Ja. Dann bohren wir jetzt live bei Flux FM Lauschrausch. Achtung, alle, die am Bett sitzen, das könnte jetzt... Oha, ich hoffe, hier ist keine Stromleitung. Ich würde das ja so... Sehr gut, ich mache das zweite Loch. Du machst das zweite Loch, ja. Bitteschön. Sei bloß vorsichtig, versicherungstechnisch ist das heikel. Ja, wenn wir abkacken, dann zusammen. Naja, oh, ich bitte dich. Ab geht's. Alles klar. Tobias bohrt das Loch. Ich habe eine halbe Flasche Schnaps getrunken, du nur ein Viertel. Ich hol nach. Da ist was! Kannst du die Nachbarn schon sehen? Ich glaube, das reicht. Da ist niemand. So, Frauke, zwei Löcher hast du jetzt schon. Frauke ist wirklich etwas... Frauke, so, wir kriegen das hin. Gemeinsam kriegen wir das hin. Nee, Schraubenzieher. Dübel. Nee, hier ist schon alles vorbereitet. Du musst jetzt das nur ranbringen. Und immer wegfrei für die Kamera, damit auch alle sehen, was wir hier fabrizieren. Ah, das ist so... Okay, das ist so modern, ne? Dann machen wir ran, dann ist alles gut. Haben wir denn eigentlich einen Schraubenzieher hier? Ja, wir haben sogar einen Schraubenzieher. Das ist doch fantastisch. Vielen Dank dafür. Ja, Schraubenzieher wäre nicht schlecht. Brauchst du einen Schraubenzieher, Tobias? So. So, während wir hier weiter dübeln und die Lampe anbringen, kommen jetzt einfach Task, würde ich sagen, oder? Ja, 1, 2, 3, 4. Clowning to be the jester at her crowning. She was crying, craving, dying. He was talking endlessly. We just came down to see a play, a perfect game. We just came down see them play the perfect game. She was bustling, bitching, scratching. He was itching. Is this truth or is it fiction? He was punching, wishing, hunting. He was drowning at his feet. We
We just came down, we just came down, we just came to see a play, a perfect game. We just came down, we just came to see them play the perfect game. Come in pairs, how do you do? Place your chairs in rows of two. We just came down, we just came to see them play the perfect game. Them play the perfect game. We just came down, we just came to see them play the perfect game. Come in pairs, how do you do? Place your chairs in rows of two. We just came down, we just came to play our perfect game. Live bei Flugzeug Lauschrausch. Krass! Vielen, vielen Dank. Man muss dazu sagen, Tobias Jund. Tobias Jund versucht gerade die Lampe anzubauen. Es hat nicht geklappt, Tobias, oder was? Ja, ich will jetzt da nicht einen Schuldigen suchen, aber das geht natürlich hier auch nicht. Ich weiß nicht, wer das angezeichnet hat, aber es war leider ein bisschen... Frauke, was wäre so die... Wie viele Löcher in der Wand wünschst du dir noch? Weil da winkt sie ab. Da winkt sie einfach ab. Wir sind am Maximum. Nein. Wir sind am Maximum angekommen. Zwei, das drei liegt Löcher. Anscheinend der aber das Problem ist. Anders. Die Wand. Tobias, lass uns einfach weitermachen, oder? Komm, scheiß drauf. Jetzt auch egal. Nein, wir bringen. Frauke, wir bringen das noch zu Ende. Keine Sorge. Wir machen das nach der Sendung. Wir machen das. Tobias Jund von Bonaparte live bei Flux FM Lauschrausch. Jetzt kommen wir nämlich. Es war eine Falle. Jan Porschen muss ich, glaube ich, mal wieder langsam einschalten. Jan, bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Das ist nicht schlecht. Wir hängen ein bisschen im Zeitplan, ich weiß. Aber wir haben heute einfach so ein fulminantes Programm, nachdem Rolf eh letztes Mal ja nicht gekommen ist, weil Fernsehaufzeichnung und so, überziehen wir heute maßlos. Tobias, überziehen, ist das auch was für dich? Manchmal zählt einfach Stille. Du, was machst du denn da? Tobias Jund setzt mir jetzt die Lampe auf den Kopf. Findest du das witzig? Ich finde es schön. Du findest es schön. Das ist dein neues Mikrofon hier? Du bist jetzt, hör mal auf, trink doch noch, wo ist eigentlich der Schnaps? Bevor das jetzt. Also wir müssen weitermachen. Wir müssen wieder ernst werden. Ja, okay, gut. Okay? 21, 22, 23. Gut. Hallo und herzlich willkommen bei Flux FM Lauschrausch. Wir haben jetzt noch eine Sache im Sendeplan zu stehen. Die ist enorm wichtig. Bei uns im Team gibt es nämlich Zwist. Man neckt sich gegenseitig. Das ist noch witzig, aber Jan Porschen fühlt sich nicht gut in der Sendung. Jan, warum ist das so eigentlich? Ich habe das nie gesagt. Ich wollte nur ein bisschen mehr zu sehen sein. Du möchtest mehr zu sehen sein? Ich schenke dir eine Show. Die Jan Porschen Radioschau. Technische Leitung: Edward Griedenfiegel. Die Studiotechnik bediente: Theodor Mattheis. Saalkonzept und Bestuhlung: Frank Bauer. Intendanz und Lichtarrangement: Walter Steinmeißel. Garderobe: Filetta Amüsel.
produziert dank ihrer Gebühren vom RBB. Live bei Flux FM Lauschrausch, die Jan-Poschen-Show. Jan, also ich habe Tobias Jund von Bonaparte und Tusk am Start. Wen hast du als Gast? Ich bin sehr gespannt. Ich habe jemanden aus meiner Geburtsstadt mitgebracht, der interessantesten Stadt der Welt, aus Osnabrück. Ja. Der Stadt. Der Stadt, aus der ich mit 2 Wochen geflohen bin. Und ich habe jemanden. Sorry. Und ich habe jemanden mitgebracht, der nach eigener Aussage Hymnen schreibt und keine Lieder. Der sagt, das Leben ist nicht immer Pommes und Disco. Du musst dabei was in die Kamera halten, das ist immer besser. Ist es nur in die Kamera? Ja, was in die Kamera halten, nicht das Mikrofon, sondern irgendwie... Das hier, das mache ich ja gleich, für die Promo. Achso, du machst wenn der Gast reinkommt. Ich wollte dir nicht reinreden. Nee, aber danke, danke. Ja, gerne. Danke, gerne. Das ist meine Show, das war mein bisschen Show. Okay, Entschuldigung. Osnabrück, sagtest du, 2 Wochen, das war ein Knaller. Weiter. Ja, er kommt, er hier. Christian fucking Steifen habe ich mitgebracht. Christian! Du musst... Ja, ich freue mich. Ich freue mich riesig, dass ich hier sein kann. Und wir haben 2, 3 Lieder für euch mitgebracht. Wir fangen am besten gleich an. Schnelle Umbaupause. Ein Riesenapplaus für Dr. Martin Haseland und das Original Haselands Orchester. Will ich mal einen kleinen Gang freimachen können? Dann. Nö, das sollen sie nicht. Das mache ich schon alles ganz alleine. Hier ist überhaupt kein Problem. Wir haben eine kleine Umbaupause. Mein Name ist, wie gesagt, Christian Steifen und ich komme natürlich aus dem wunderbaren Osnabrück. Das haben wir schon gehört. Ich bin dort der Arbeiter der Liebe und ich habe heute für euch... Ah! Guck auch mal. Für alle hier unten, die es noch nicht wissen. Da oben ist eine Kamera, ne? Ist alles klar. Ihr wisst Bescheid. Wir machen eine kurze Umbaupause. Das schneiden wir hinterher alles raus. Alles klar. Wir müssen da ein bisschen Rücksicht nehmen. Das Orchester ist schon älteren Datums. Und gleich, wenn ich dann sage, ganz laut meinen Namen, ne, dann ist hier nochmal richtig Stimmung. Okay? Abgemacht. Alles klar. Ja? Nö, das machst du. Du musst da auch was machen. Gut. Martin, wie sieht's aus? 2 Sekunden. Ich fand aber schon den Auftritt sehr gelungen bis jetzt. Das kann man eigentlich besser nicht machen, so wie wir das gemacht haben. Das erste Lied, was ihr gleich hören werdet, heißt Ich habe die ganze Nacht von mir geträumt. Genau, das ist ein Riesen. Eben. Und ich möchte euch das auch ans Herz legen, das auch mal zu Hause auszuprobieren. Wenn das nicht sofort auf Anhieb klappt, könnt ihr erstmal von mir 1, 2 Nächte träumen und dann nachher das... Vielleicht mein Bild austauschen mit eurem eigenen. Und dann ist das eine sehr therapeutische und ja manchmal sogar bei mir lebensrettende Maßnahme. Also, meine Damen und Herren, begrüßen Sie mit mir aus Osnabrück. Er ist der Arbeiter der Liebe. Ich mache das auch schon zum 3. Mal. Er ist das Bernsteinzimmer der guten Musik. Ein wenig Ekstase für Christian Steifel. Ich hab die ganze Nacht von mir geträumt. Bisschen mehr Monitor hier. Einen Traum so wunderbar und rein. Und als ich sachte, dann erwachte und im Spiegel mich betrachtete, da dachte ich, das kann nur Liebe sein. Ohne mich hätte mein Leben keinen Sinn. Ohne mich, da wüsste ich nicht, wer ich bin. Ohne mich, da wüsste ich nicht, wie's weitergeht. Halt mal kurz fest, komm mal hier durch. Und jetzt die Drehung. Ohne mich,
wäre diese Welt nur ein Planet. Ich hab die ganze Nacht von mir geträumt. Da muss ich mal hin, ja. Einen Traum, so wunderbar und rein. Und als ich sagte, dann erwachte und im Spiegel mich betrachtete, da dachte ich, das kann nur Liebe sein. Jetzt aufgepasst, alle mitmachen. Mit mir ist alles anders. Mit mir ist alles schön. Mit mir könnte das Leben ewig weitergehen. Mit mir, da kann ich reden, mich kann ich verstehen. Durch mich kann ich die Welt mit meinen Augen sehen. Und das Ganze wieder klatsche. Ich hab die ganze Nacht von mir geträumt. Einen Traum, so wunderbar und rein. Und das in meinem Alter, Freunde. Applaus. Und als ich sagte, dann erwachte und im Spiegel mich betrachtete, da dachte ich, das kann nur Liebe sein. Ruhe, Ruhe, Ruhe. Riesenapplaus, Pfeifen-Solo! Ich hab die ganze Nacht von mir geträumt. Ich glaub's immer noch nicht, unglaublich. Einen Traum, so wunderbar und rein. Ich muss ja immer wieder runterkommen. Und als ich sagte, dann erwartet und im Spiegel mich betrachtete, da dachte ich, das kann nur Liebe sein. Großes Finale erst heute. Da dachte ich, das kann nur Liebe sein. Ich freue mich riesig, danke schön, ja. Zugabe, 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 Zugabe. Ist das der Drop? Zugabe. Der ist vorbei. Der Drop ist vorbei. Ja, da habe ich einen Riesensong für euch mitgebracht. Und wer da mitsingen kann, der darf das gerne machen. Das Lied heißt Sexualverkehr. Und natürlich werde ich wie immer begleitet von Dr. Martin Haseland und dem Original Martin Haseland Orchester. Und das geht ungefähr so und das ist eine wahre Geschichte, okay? Ihr merkt, das ist eine Ballade, es geht um Gefühle. Heutzutage wäre da noch Feuerzeug. Meine Freundin hat mit mir Schluss gemacht. Es ist schon ein paar Wochen her und jetzt sehne ich mich so sehr nach Sexualverkehr. Ich wünsch dich viel in ein Sommerloch. Schlief in der Höhle eines Bären. Ja, ich sehne mich so sehr nach Sexualverkehr. Oh, Sexualverkehr. Schana. Ich sehne mich so sehr nach Sexual.
vergehe. Jetzt hör doch mal zu, aufmerksam. Von Liebe will ich nichts mehr wissen und auch nichts von romantischen Küssen. Ich will nur immer mehr, Sexualverkehr. Ich hab keine Zeit, auf Charakter einzugehen. Charakter ficken fand ich noch nie schön. Es ist vielleicht nicht fair, doch ich will nur Sexualverkehr. Oh, Sexualverkehr. Sha-na-na-na. Sexualverkehr. Ich sehne mich so sehr nach Sexualverkehr. Jetzt kommt der moralische Teil. Und warum, und warum, und warum? Nur für den Fick, für den Augenblick. Und warum? Ein bisschen Glück für mein bestes Stück. So, und jetzt alle zusammen. Ich weiß, dass ihr es könnt. Es ist ganz einfach, ich zähle an. 1, 2, 3, 4. Ich sehne mich so sehr nach Sexualverkehr. Und alle one more time, alle one more time. 2, 3. Ich sehne mich so sehr nach Sexual. Dankeschön, Freunde. Mein Name ist Christian Steifen. Bis bald. Christian Steifen, meine Damen und Herren. Christian fucking Steifen. Christian Steifen. Und nochmal einen großen Applaus für Christian Steifen. Nochmal einen großen Applaus. Christian Steifen. Live bei Flux FM Lauschrausch. Live bei Flux FM Lauschrausch, Christian Steifen! Christian, ja? Die Flux FM Lauschrausch-Zuhörer haben sicherlich eine Frage. Wie schaffst du es, das Publikum in eine solche Ekstase zu verwandeln? Und wie lange braucht das an Vorbereitung? Also früher habe ich immer eine sehr lange Vorbereitung gemacht. Ich habe eine 8-stündige Getränkemeditation vorher gemacht. Und bin dann danach auf die Bühne gegangen. Das brauche ich heute nicht mehr. Eigentlich muss ich nur kurz denken an die Gabe, die mir Gott gegeben hat. Obwohl ich gar nicht glaube, dass er von ihm ist. Aber meine Mutter hat immer gesagt, sie sei Gott gegeben. Und seitdem läuft es eigentlich von selbst. Man geht einfach raus. Und man sieht ja auch heute hier in... Wie heißt diese Stadt? Berlin. Berlin! Heute hier in Berlin. Das ist auch super angekommen wieder, oder, meine Damen und Herren? War das gut? Das war gut. Ich bin jetzt auch ganz selber noch ganz benommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Christian, lass mich eins sagen. Du bist für mich gesegnet. Lass dich umarmen. Danke, dass du da bist.
Und das war Flux FM Lauschrausch für diese zwei Wochen. Wir gehen jetzt in die Winterpause und hören uns im Januar wieder. Ja, ja. Das ist sehr, sehr traurig. Das ist sehr, sehr traurig. Jetzt live bei Flux FM Lauschrausch. Task. Und damit sage ich tschüss. Bis nächste Mal. Das war Flux FM Lauschrausch. Die Radioshow aus eurer WG. Präsentiert von Lautsprecher Teufel. 1, 2, 3, 4. I've traveled to places that you've never been, and you showed me things that I haven't seen. I give you shelter when you need my shoulder. You've got me drunk and I brought you home. I talked to your mom on the telephone. You hold me tight after a restless night. All these things that we had, all these things that we've done, king and queen apart, next to each other they belong. Kick. I traveled to places that you've never been, and you showed me things that I haven't seen. I give you shelter when you need my shoulder. You got me drunk when it runs into me. Yeah. I talk to your mom on the telephone. You hold me tight after a restless night. All these things that we have, all these things that we've done, king and queen apart. Next to each other, they belong. Come on, Lee. Come on. There is an fortune in the God. The ace of spades will remain a memory from the past. That you've never seen, and you showed me things that I haven't seen. I give you shelter when you need my shoulder. All these things that we have, all these things that we have done, king and queen apart, next to each other they belong. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir müssen noch Fotos machen.